Frank Kühne, ein Leutscher Urgestein. Seit über 10 Jahren ist er im Vorstand der BSG, hat aus einem Sechstligisten einen gestandenen Regionalliga-Club geformt. Jetzt steht Chemie an der Schwelle zum Profifußball. Der nächste Schritt wird der bislang größte. Es gibt da bestimmte Voraussetzungen, die wir bringen müssen, um in der dritten Liga zu spielen. Und da ist, wie gesagt, Infrastruktur ist ein ganz großes Thema. Denn während viele Drittligisten zuletzt in fremde Stadien auswichen, gilt in Leipzig, egal in welcher Liga, Chemie bleibt zu Hause. Ich glaube, sind wir auch uns alle einig, dass wenn dritte Liga, dann nur hier im AKS. Und das birgt natürlich genau viel Arbeit. Das Problem? Der Alfred-Kunze-Sportpark ist in weiten Teilen marode. Jahrzehntelang wurde hier kaum investiert. Zwar hat der Verein einige Großprojekte schon vollendet. Ein neuer Kunstrasenplatz, frisch installiertes Flutlicht. Dennoch, um den für die dritte Liga gültigen Auflagen gerecht zu werden, ist der Weg weit. Da geht es um Medien, um Stellplätze, um Fluchtwege, um Befriedung, also die äußere und innere Umzäunung. Da geht es um Bereitstellungsflächen für Polizei natürlich auch. Da geht es um eine Brandschutzkonzeption, um Sicherheitskonzeption. Die Liste ist da durchaus sehr lang. Das vorläufig wichtigste Projekt, ein neues Kabinen- und Funktionsgebäude für den Nachwuchs und die erste Mannschaft. Trotz gestiegener Baukosten soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Ich hoffe mir, dass durch einen Baubeschluss im April oder Mai diesen Jahres wir dort Planungssicherheit haben, was diesen Bau angeht. So soll die infrastrukturelle Entwicklung mit der sportlichen Schritt halten. Aber die Mannschaft überzeugt, das Umfeld träumt. Wann will der Club den nächsten Schritt gehen? Wir arbeiten jetzt akribisch die nächsten 2-3 Jahre und dann tun wir das so und so jedes Jahr immer neu bewerten und dann tun wir die nächsten Schritte einleiten. Kontinuierliche Entwicklung, wirtschaftliche Stabilität. Geduld ist gefragt in Leutsch. Ein Weg, der mit Coach Jagatic im Detail besprochen ist. Ihr könnt mir glauben, jetzt das alles aufzugliedern, zu erklären, dann würde ich jetzt noch 2 Stunden hier stehen. Das ist ein ganz klarer Plan, der mich überzeugt hat als Trainer in dem sportlichen Bereich, wo ich einfach sage, den will ich dann auch fortsetzen, weil der Weg gesund ist. Nachhaltiges Wachstum statt kurzfristiger Erfolg. Chemie geht einen besonderen Weg, auch wenn er nicht einfach wird.